Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Dawn of Man. Ja, hier wird alles soweit fertiggestellt, damit wir wieder eine weitere Hütte bauen können und mehr Prestigepunkte sammeln können, denn für, ja, beziehungsweise Ruhmpunkte. Denn mit jedem Ruhmpunkt bekommen wir halt neue Leute, beziehungsweise die Möglichkeit, dass sich ein paar Leute uns anschließen, und wir brauchen dringend mehr Leute, damit hier auch mal was vorangeht. Wenn hier mal was vorangeht, dann ist auch halt die Belastung ein bisschen niedrig. Und vielleicht sollte ich die Limits halt wieder ein bisschen runtersetzen. Bringt das was? Dann gehen wir hier erstmal wieder auf 10 runter. Geben wir mal vielleicht ein bisschen Gas. Nee, das verändert eigentlich gar nichts. Wir brauchen dringend mehr Leute. Ja, mit Hauttrocknern und Nahrungstrocknern bekommen wir leider keine Ruhmpunkte. Das bedeutet, wir müssen definitiv mehr Hütten bauen. So, wo geht ihr beiden hin? Ihr geht was jagen, verstehe. Oh, Wildschweine. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Meilenstein freigeschaltet. Proteinsammlung. Wissen mal plus 2. Ja, guck mal. Hier haben wir ein kleines Wildschwein erlegt. Das finde ich super. Wenn wir hier schon mal ordentlich Proteine sammeln, ne? Dann können wir durchaus uns um andere Sachen kümmern. Bist du wieder am Erfrieren, alter Mann? Naja. Hättest du das Leder mit nach Hause gebracht, wäre uns mehr geholfen gewesen. Aber guck mal, hier werden neue Speere gebaut. Naja, zumindest einer. Hier wird ordentlich gegrillt. Und wo gehst du hin? Ja gut, es sind halt viel zu viele Leute auf der Jagd. Aber ja, ein weiteres Zelt wurde gebaut. Und wir bekommen einen weiteren Wissenspunkt für getrocknete Haut. Weißt du was, setzen wir hier mal die Priorität hoch, dann wird ja durchgearbeitet. Und wir können das ganze Zeug auf jeden Fall gebrauchen. Und ja, ich spare weiterhin die Wissenspunkte an, bis wir hier ordentlich was platziert haben. Ganz genau. Beziehungsweise bis wir ordentlich was vorproduziert haben. Vielleicht könnte man bei Zeiten auch was Spirituelles bauen. Wie so ein Totenkopfpfahl. Zwischen den beiden Hütten tut er sich auf jeden Fall super anbieten. Ich glaube, ein Knochen, ein getrocknete Haut und ein Stock können wir auf jeden Fall entbehren. Das steigert auf jeden Fall das Prestige und wenn da gebetet wird, dann wird auch die Motivation gesteigert. Kann ich hier vielleicht nochmal einen Totenkopfpfahl platzieren? Dann halt hier vor die Tür. Und komm mal, ein Händler. Was hast denn du so Schönes? Eine Technologie werde ich definitiv nicht von dir kaufen. 7. Weißt du, nehmen wir noch das eine Brot mit. Und dann kann er gehen. Getrocknete Haut kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ja, Wissenspunkte technisch läuft halt wirklich gut. Feuersteine haben wir nur noch 6 Stück, also mache ich erstmal noch keine neuen Faustkeile. Denn wir haben ja noch 7 Stück auf Lager.
Das ist gut. Wurde dieses Vorkommen hier aufgenommen, benutzt? Ach ja, daran können wir noch gar nicht arbeiten. Von daher verschieben wir es einfach mal. Guck mal, Mammuts. Mammuts finde ich super. Ach ja, hier. Hier sind ja noch ein paar Feuersteine. Auch nochmal 10 Stück. Ja, die Ausbeute von Gerätschaften ist hier wirklich ein bisschen mickrig. Hier. Ich wollte mal gucken. Also wir haben schon 87 Stöcke gesammelt. Das ist gut. 7 Holzspeere haben wir schon gebaut. Und 2 Harpunen erst. Ja gut, da geht noch bis hier was. Wenn wir schon mal dabei sind, geben wir hier noch ein bisschen Kleidung in Auftrag. Weil ich glaube, Kleidung steigert ja auch ein bisschen unser Prestige. Und mit Prestige können wir ja natürlich, wie soll ich sagen, mehr Leute anlocken. Und guck mal, wir sind schon zu 8. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier irgendjemand geboren worden ist oder sich uns jemand angeschlossen hat. Aber ja. Momentan können wir halt nicht wirklich viel machen, außer abwarten. Oh, oh. Jetzt stirbt schon wieder jemand, oder? Dann geh mal bitte weg von denen. Ui. Ui, da können wir vielleicht abstauben. Wenn der Bär sich hier noch verzieht, dann können wir die Hyäne hier zerlegen. Hier sind ja noch mehr Hyänen. Streitet ihr euch noch mit dem Bären? Aber zumindest hast du es überlebt, alter Mann. Das wäre jetzt traurig gewesen, hätten wir dich verloren. Ja, komm, ab nach Hause mit dir. Oh, hier werden noch mehr Hyänen zerlegt. Sehr gut. Dass du hier das ganze Fleisch wegfutterst, finde ich nicht in Ordnung. Mal gucken, ob wir uns da irgendwie ranschleichen können an das Fleisch. Wir haben noch einen Steinbock gejagt. Oh, ein Höhlenlöwe. Das kann problematisch werden. Solange die sich hier alle mit dem Bären anlegen. Ja, und mein Bodyguard, der Bär, ist ja auch weg. Oh ja, mein Wollnashorn erlegt. Uiuiui. Na gut, hier haben wir alles abtransportiert. Weißt du was? Auch wenn es mir gar nicht gefällt, gehen wir mal auf Hundedomestizierung. Damit haben wir ein paar Wächter. Und Hundetraining können wir auch mal freischalten. Dass wir kein Brennmaterial haben, müssen wir verschmerzen. Nein. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Dann noch ein weiteres Totem. Klar, gegenwärtig brauchen wir es zwar nicht, aber fürs Prestige tut man ja so einiges, oder? Gut, eins kann man auf jeden Fall machen. 18 Hautoutfits haben wir übrig. Dadurch werden wir im Winter nicht sofort erfrieren. Das ist ja auch ganz brauchbar, ganz nützlich. Denn ganz ehrlich, wer möchte denn schon erfrieren? Oh, du wurdest von den Bären gejagt. Ah, guck mal, unser erster Hund. Alter Mann, was ist denn los? Ah, du gehst trinken. Es ist schön, dass wir schon mal einen Hund haben.
und dann erstmal trainiert worden ist, dann können wir mit zur Jagd nehmen. Das macht das Ganze auch ein bisschen leichter. Und ich sehe gerade, dass wir noch genug Haut übrig haben, was wir natürlich noch nutzen werden für ein weiteres Totenkopf, für einen weiteren Totenkopfpfahl. Vielleicht werden wir die später zerlegen. Ich glaube, Punkte gibt es dafür keine mehr, aber einen Prestigepunkt nehme ich dankend an. Ich wollte es nicht anklicken. Aber ja, unser erster Hund. Und ein neuer Mensch wurde geboren. Sehr gut. Drei Leute können wir noch bei uns aufnehmen. Vielleicht optimieren wir das noch ein bisschen und bauen hier noch ein weiteres Wohnzelt hin. Wohnhaus. Ja, Wohnzelt. Davon werden wir früher oder später noch mehr brauchen. Aber ja, so langsam läuft die Jagd. Und bald haben wir auch genug Leute und Jäger beisammen, damit wir uns mit einem Mammut anlegen können. Riesenhirsch ist geflohen. Ein Jammer aber auch. Na komm, gib mir noch einen Faustkeil. Ich weiß, dass wir keine Brennmaterialien haben, aber daran kann ich auch nichts momentan ändern. Aber vielleicht sollte ich den Leuten hier, die hier Stöcke sammeln, mal wieder ein bisschen mehr Leute zuweisen. Ich würde mal wieder die Limits ein bisschen anheben. Bis das alles weggearbeitet worden ist, wird ja noch eine ganze Menge Zeit ins Land ziehen. Und solange wir genug Fleisch und Fisch haben, ist ja auch alles in Ordnung. Gehen wir hier auf 30 hoch. Vielleicht geben wir uns noch einen zweiten Fischgrund zur Genüge. Als zu Genüge, sagt er. Ach, hier ist nur, hier bist nur du. Und hier habe ich ein bisschen Angst wegen den ganzen Hyänen und Höhlenlöwen. Aber solange die ganzen großen Viecher hier sind, brauchen wir uns da keine so großen Sorgen machen, hoffe ich mal. Wo sind meine ganzen Äste-Sammler? Die ganzen Äste-Klauber. Und Händler ist da. So. Was könntest du uns anbieten? Hautoutfits. Ja, die sind relativ teuer. Das stimmt schon. Ich würde mal so zwei Holzscheite. Für zwei Knochen. Oh. Fünf. Fünf. Könnten wir uns schon mal ein bisschen Leder kaufen. Ob das aufgeht? 34, 34. Vier Leder für uns. Und drei Holzscheite. Was will man denn mehr, ne? Moment, weil ich die gekauft habe... hier. Sollten ja auch dazu zählen, oder? Wo sind denn die Holzscheite? Hier. Ganz genau. Drei Stück zählen schon dazu. Und zwei neue Leute sind uns beigetreten. So langsam wird's. So langsam kommen wir voran. Auf jeden Fall bauen wir hier deutlich mehr davon. Wie gesagt, wir wollten ja hier das Maximum an Punkten rausholen. Solange das Zeug noch was wert ist, sollten wir es auch benutzen. Oh. Moment.
Nein. Kriegen wir das gejagt? Oh, guck mal. Vielleicht bekommen wir hier auch einen Mammut down. Oh, 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 oh. Großer Fehler. Leute, lauft. Das war ja ein Schuss in den Ofen. Ja, wir brauchen mindestens Feuersteinspeere dafür. Könnt ihr das mal bitte wieder einsammeln? Das ist ja, was er da hat liegen lassen. Ich lasse euch mal markiert. Für den Fall der Fälle, dass sich mal wieder so ein kleiner Welpe zu uns rüberzieht. Na komm, den Höhlenbären, den schaffen wir. Oh, lauf doch nicht weg. Geh nicht zu Mama zurück. Genau, bleib hier stehen. Wir nehmen das, den Hund auch mal mit. Sehr gut. Oh, der ist ja instant gealtert. Bevor du hier was trinkst, zerlegst du mir noch den Bären, bevor er alt und grausam wird. Alt und grausam vor allem, ne? Bevor hier alles den Bach runtergeht. Den Kollegen können wir hier leider nicht beerdigen. Und ja, für Mammutherden brauchen wir noch deutlich mehr Leute. Weil so haut das leider nicht hin. Jetzt sind wir wieder zu 10, aber wir werden noch mehr Leute verlieren, bis wir erfolgreich einen Mammut erlegt haben. Wie schaut es mit unserem Prestige aus? 32 Ruhm, wohlgemein, also Gemeinwohl auf 88%. Das ist gut. Wir haben mittlerweile 3 Hunde. Wenn wir die mit zur Jagd nehmen könnten. Oh, guck mal. Altes Männchen. Da du alleine bist, könnten wir vielleicht dich erlegen. Lauf nicht zu weit weg. Schließ dich bitte nicht irgendeiner Horde an. Sehr gut. Und dann zerlegt ihr mir den direkt. Unser erster Mammut, der hier erlegt wurde. Schauen wir uns mal das Zerlegen mal ein bisschen aus der Nähe an. Jawohl. Das hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt. Und es gibt auch ordentlich viel Fleisch. Und mit ordentlich viel Fleisch können wir auch ordentlich viel anfangen. Mammutangriff? Achso, das ist wieder was anderes. Sehr gut. Mit dem neuen rohen Leder können wir neue Gebäude bauen. Weißt du was, wir geben einen zweiten Handwerkschuppen in Auftrag. Aber wenn wir den gegenwärtig nicht benötigen. Z. Ganz genau. Baut das bitte. Ach ja, das Gebäude gibt uns keine Ruhmpunkte. Ein Lager ist da schon besser geeignet. Vielleicht sollten wir ein zweites Lager bauen. Dafür würde ich aber gerne erstmal die ganzen Wälder hier abholzen. Huiuiui. Hm.
Ganze Menge einzelner Viecher hier. Es könnte sich uns mal wieder ein paar Leute anschließen. Das fände ich auch nicht verkehrt. Gibt es da irgendwas, was wir benutzen könnten? Ein paar Schleudern könnten wir herstellen. Begräbnisrituale. Wären interessant. Na komm, wir schalten mal den Gerber frei. Was fehlt denn hier noch? Zwei Stöcke. Ja, Stöcke haben wir noch genug. Dementsprechend gucken wir mal zur Produktion. Na komm, den Gerber bauen wir direkt mal hier hin. Geben wir mal hier ein bisschen Gas. Weil wir ja noch ein bisschen Holz übrig haben. Dementsprechend sollten wir das halt auch ausnutzen, bevor es hier dafür genutzt wird als Feuerholz. Sehr gut. So, hier wird dann immer wieder Hautoutfit nachgearbeitet, wenn wir welches bekommen. Weißt du was? Ich kann hier 1, 2, 3, 4 von diesen Lederoutfits, also Sommeroutfits, in Auftrag geben. Dadurch bekommen wir ein bisschen mehr Panzerung. Sehr gut. Und dadurch bekommen wir auch ein paar Prestigepunkte, damit unser Dorf hier ein bisschen ansteigt. Ich glaube, jetzt können wir uns auch einen Tanninsammler zulegen, nehme ich mal an. Ganz genau. Vergrößere mir mal bitte hier das Arbeitsgebiet. Hyänenangriff schon wieder. Oh, und wir haben die Höhlenhyäne erlegt, weil... Ja, wie soll ich sagen? Unser Hundi hat sich drum gekümmert. Oder hast du da was anderes gemacht? Nein, kannst du mal bitte die Hyäne hier zerlegen? Ich glaube, da haben wir kurzfristig mehr davon. Wenn du das machst. Weißt du was, noch einen weiteren Faustkeil. Dann können wir hier gleichmäßig mehr arbeiten lassen. Wenn wieder ein Händler kommt, dann verkauft man das ganze Speer- und Holzharpunen-Zeugs. Wir haben ja gesehen, momentan im jetzigen Zeitalter hat es eine ganze Menge wert. Vielleicht können wir uns dann so gesehen alles kaufen, was wir möchten. Wenn wir schon mal dabei sind, würde ich mal auch direkt ein zweites Lagerzelt bauen. Ganz genau. Damit wir... Hopp, nein, ich wollte es noch nicht abbrechen. So, nochmal umdrehen. Priorisieren. Damit wir halt mehr lagern können. Guck mal, hier ist ja schon so ziemlich alles voll. Unsere Hütten sind soweit voll. Weil irgendwann kann da halt nicht mehr was gesteckt werden. Und hoffen wir dann einfach mal, dass dann halt genug, zumindest der Händler was dabei hat, was wir durchaus gebrauchen können. Naja, ab sofort können wir eigenes Leder gerben. Weißt du was, vielleicht hat der nächste Händler auch wieder einen Holzscheit mit dabei, dementsprechend, da sage ich schon, keine Lagerplätze mehr frei. Haben wir hier noch einen weiteren Gerber. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder Lagerplatz. Und solange wir auch noch Fleisch haben, passt die Sache auch. Moment.
Mach den mal bitte platt. Ja, zwei Leute, sagte. Moment. Das Teil auch mal platt. Sehr gut. Dann gehst du mal das hier zerlegen. Und du zerlegst mir mal das da. Dann haben wir wieder genug Fleisch, genug Knochen und genug anderes Zeugs. Ja, die Lagerplätze füllen sich halt wirklich sehr schnell auf. Ich hoffe wirklich, dass bald wieder ein Händler vorbeikommt. Oh, guck mal, da haben wir ihn dann schon. So, was ist denn Interessantes? Nehme ich mal ein ganzes Fleisch. Dein ganzes Leder. Deine getrocknete Haut. Die Technologie möchte ich noch nicht haben. Nehmen wir ein paar Holzscheite. Und dann verkaufen wir halt so viele Speere und Harpunen, dass wir wieder Platz im Lager haben. Ja, ich kann mir noch mehr gönnen. Dann kommen immer noch die Knochen mit. Ich würde mal sagen, das war ein guter Deal. Sehr gut. Breche das Ganze mal hier ab. Jetzt können wir noch mal... Ja, komm, 5 weitere Hautoutfits. Und hier könnt ihr weiter produzieren. Ja, dieser Winter hier ist wieder mal ein bisschen wärmer, kühler. Ah, hier seid keine Jäger, oder? Ah, hier seid die Händler, huch. Moment, könnt ihr? Oh, dann domestizier den mal. Domestizierung live. Vor Ort. Also wenn ihr schon mal wissen wolltet, wie ein Wolf domestiziert wird, damit man ihn als Hündchen nutzen kann, hier seht ihr es. Oh, du solltest vielleicht nach Hause gehen, bevor du mir hier erfrierst. 3 neue Leute sind uns beigetreten. Ja, beeil dich bitte. Damit du hier was Warmes anziehen kannst. Und jetzt verderben schon die ganzen Ressourcen. Aber halb so wild. Und wir haben auch genug, um die ganzen Sachen hier zu reparieren. Wenn wir die rohe Haut mal trocknen, wobei wir haben noch genug rohe Haut, getrocknete. Das passt soweit auch. Ich werde hier erstmal ordentlich nachproduziert. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo anderes Stöckchen? Eldorado? Guck mal. Junges Mammut. Ich habe nur Tiere daheim. Wo sind meine ganzen Leute? Uiuiui. Am liebsten würde ich den halt, wenn er schon mal hier ist, jagen. Wo sind meine ganzen Leute? Ach, die sind in-house, oder? Ja. Schlecht gelaufen. Weil draußen frieren die sich ja ab, deswegen bleiben die über den Winter drin. So, der Winter ist vorbei. Wir haben das Mammut leider nicht bekommen. Aber bevor die mir hier draußen erfrieren, ne? Oh. Das Wollnashorn können wir mal bei Zeiten platt machen. Aber ich würde mal sagen, meine Schnuffels, das war's jetzt leider von dieser Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zugucken.
wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an die Kanalmitglieder. Tschö, mit Ö.